Guten Tag, es geht sofort weiter, Leute. Wieder mal ein wundervolles Spiel. Und es ist PvP. Aha, ja, könnte ich nochmal von vorne anfangen. Scheißegal, es ist PvP auf Frost mit AI-CPU gegen Fairy Mastery. PvP mit einem Teamkollegen von mir mit CPU. Christopher CPU Pütz, denn er hat seinen Namen, also seinen Spielernamen CPU aus seinem Vor- und Nachnamen, denn Christopher Pütz. Eigentlich müsste CPU heißen, aber das gibt's nicht, deswegen CPU. Ja, nicht zu verwechseln mit CDU. Das könnte... Naja, wer will sich schon mit Angie vergleichen? Das ist ja ekelhaft. So, was haben wir da? Protoss auf beiden Seiten. Mastery, den kenne ich auch. Der hat auch mal hier und da so und hier und da spielt der Turniere und so. Leather-Spiel. Ja, Leather. Highmaster Leather. Grandmaster Leather. Mit der CPU. Spiele Gateway auf 10. Oh, 10 Gate. Spielst du eigentlich den Wizards Qualifier? Qualifier? Yo, ich spiele den Qualifier. Yeah. Nice, yo. Ja, ein 10 Gate von CPU. Was hat er denn hier vor, Junge? Was ist das denn? Was ist das denn? Helge, was ist das? Ich weiß es nicht. Hoffe auf mehr Deutsche. Yo. Ja, gestern war ja WCS Qualifier Nummer 1. Patience und Strelok haben sich gleich mal qualifiziert. Ja. Revenge Golden noch nicht, CPU auch nicht. Krr noch nicht. Oder hat sich Krr CPU? Nee. Patience auf jeden Fall und Strelok. Oder Krr? Ach, weiß ich nicht, auf jeden Fall zwei. Naja, egal, ist ja auch vollkommen Wurst. CPU auf jeden Fall hier schon mal mit einer etwas aggressiven Eröffnung. Wie gesagt, mit dem 10-Gate, dem sehr frühen Core. Man sieht ja hier den Unterschied. 20 Sekunden hier, 4 Sekunden. Also das ist schon eine enorme Differenz. Des Cores. Es ist sehr, sehr gut. Bitte, Seed System muss auch noch den Subscriber-Button drücken. Der Admin aus der Hölle. Das ist hier Pflicht. Pflicht. Das ist ganz klarer Fall. Beide scouten relativ simultan. Durch die Gegend, CPU natürlich etwas früher, denn er hat sich sicherlich was dabei gedacht hier, dass er so früh den Apparatus hier unter Strom stellt. Ja, den Core. Sieht fast auch so aus wie so ein Ding, was die Weiber auf dem Kopf tragen im Sommer oder als so ein Schmückungsding. So eine, nicht hier Schmückungsding, wie heißt das hier? Accessoire. So eine Bimmelzeugs, was die sich ja immer an Bast hängen, wenn da irgendwas ist. So, hier, Zellet vertreibt schon mal die Prop. Ja, da hat sich natürlich die CPU auch was bei gedacht, dass er den Jungen hier so früh hier hinstellt, weit weg, damit er früh attackiert werden kann. So. Das ist sowieso erstaunlich, oder? Wenn wir weggehen, oder ich, gut, passiert relativ selten in letzter Zeit, dann zieht man sich eine Unterbuchse an, T-Shirt, Socken, eine Hose, ein T-Shirt oder sowas, oder ein Hemd oder ein Pullover oder sowas, und dann ist das gut. Aber die Frauen, na, die müssen sich noch so eine Nadeln in die Haare stecken. Die müssen sich noch lauter Gebasel ans Handgelenk klemmen und dann noch einen Gürtel umhängen, so umschnallen, der dann nur so runterhängt. Was gar kein Gürtel ist, aber es ist Gürtel, ja. Gürtel ist für mich was, was die Hose festhält oder den Rock oder was weiß ich. Aber nein, wir hängen uns so ein Ding um. Hier ist übrigens, was haben wir da? 3 Gates, nee, 4 Gates da geht. Was ist da denn los? Ja, hängen sich da halt was um und dann, ja, dann haben wir noch hier unser Täschchen dabei und ach du Scheiße. So. Ja, CPU hier mit 3-Gate Aggression. Aber hier verpasst das jetzt halt, dass da Mastery ebenfalls schon seine Pylone platziert und CPU hat halt gar keinen. Was ist das denn? Ach, hier hat er einen. In der Mache, jetzt erst. Das ist aber scheiße, oder? Für 3-Gate Aggression? Da hat er sich vielleicht gedacht, ach, hier, guck mal da, den Mastery, den mach ich nass. Aber der hat auch schon eine ansehnliche Anzahl an Stalkern hier vor der Hütte. Ah, Probe abgerissen, sehr gut. Und das Problem ist jetzt halt, seine Luken sind ebenfalls offen. Ja, nee, komm. Oder doch, CPU schafft es. CPU, Junge. Seed System, just subscribe. Nummer 4.
So, jetzt gibt's quasi Base Race, ja. Er warpt hier offensiv rein. 3-Gate gegen 4-Gate. Und er hat noch ein Stargate, ganz wichtig. Hat er da irgendwas gebaut in dem Apparatus? Ah, hier, Turbo-Pylon. Ja, aber ich glaube, CPU hat auch sowas, ja. Das ist natürlich nicht so gut. 37 zu 34. CPU, zweiarmig Supply mehr. Aber die zwei, die er mehr hat, die steht hier oben. Das ist nämlich der eine Zealot. Und dann heißt es 8 Stalker gegen 8 Stalker. CPU aktuell nur noch mit mehr Workern. Ah, der Zealot wird hier wieder hochgeschickt. Oh Mann. Und ihm fehlen 5 Mark für einen neuen Nexus. Ja, das ist sehr gut. Wenn ich jetzt einfach nur sagen muss, ihr müsst und hier subscriben und ihr macht das dann auch, dann hätte ich jetzt gerne das Holzmodem und Pain auch, dass den Subscriber-Button drückt. Bitte jetzt. Hab einen Starker mehr. Alles vorbei. Ja. Hier der Hero Marine. Ah, hier sind es nur noch 7 Stalker gegen 8, aber er hat ja hier noch ein paar Worker mit dabei. Also mal davon abgesehen, dass ich das 3-Gate Aggression Bildgerät hier von CPU jetzt nicht so geil fand. Wird es nochmal ganz spannend am Ende. Aber er schickt jetzt hier einen Teil seiner Stalker nur zurück. Das ist natürlich... Oh, er hat noch einen Zealot mit dabei. Also er hat halt einen Stalker weniger. Ja, aber er hat halt ganz viele Probes und noch einen Zealot. Und was macht er denn hier? Was ist das denn? Ja, jetzt muss er halt irgendwie seine Pylone beschützen. Und ich meine, wenn einfach da Mastery einfach nur Rechtsklick auf den Pylon macht, dann sollte er das schaffen. Ja, also den einen zumindest, weil hier oben ja auch... Was macht er denn? Ach so, ein bisschen kalten. Ja, ein paar Probes wegnehmen. Ja, ja, Holzmodem sagt, ich soll mich damit zufrieden geben, dass er Adblock aus hat. So, ein Pylon noch für CPU. Ja, schön, da hast du einen Stalker mehr, aber ja, ich glaube immer noch, dass Mastery hier gewinnt. Der kann einfach Rechtsklick auf den Pylon machen. So schnell kann CPU niemals das alles töten, ehe der Pylon kaputt ist. Wie kann er denn da hochgucken? Was ist das denn für ein Betrug? Ja. Wie geht das denn? Ich bin entsetzt. Ach ja, weil der ist ja revealed. Und kann man den dann einfach anklicken dann? Scheinbar, oder? Ja, ne? Aber wie... Der hat doch gar keine Will. Ich meine, ja, dass man es sehen kann, das verstehe ich ja, wenn man revealed ist, aufgedeckt ist. Aber dass er dann da auch einfach hochschießen kann, ohne Vision zu haben, das ist ja... Betrug! Das ist ja Beschiss. Betrug! Das ist wirklich Betrug, oder? Was ist das denn? Wenn er jetzt irgendwie hier noch einer Verrampe gestanden hätte oder so, dass man da hochgucken kann, dann hätte ich gedacht, okay. Aber da ist ja nix. Psst. Blizzard, Junge. Ja. Mastery gewinnt hier gegen CPU. Aber ich fand das 3 geht auch scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist halt die komplette Karte mit Stalkern rübergelaufen. Ja, der eine Pylon hier kam auch viel zu spät und... Nee, das war kein gutes 3-Gate. Am Ende wurde es nochmal spannend, ja, aber am Ende trotzdem Mastery siegreich, wenngleich ich das hier ein bisschen imbar finde, dass er hier einfach so hochschießen kann, ohne Vision zu haben. Das finde ich natürlich sehr, sehr komisch. Ja, ich hau ab hier, auf Wiedersehen.